Das innere Gefängnis Die depressive Verstimmung, die sich natürlich auch im psychosomatischen Leiden ausdrücken bzw. verbergen kann, kennt wahrscheinlich jeder Mensch aus eigener Erfahrung. Wenn man darauf achtet, ist es nicht schwer zu beobachten, dass sie fast regelmäßig auftaucht und die spontane Lebendigkeit hemmt, wenn ein eigener Impuls oder ein unerwünschtes starkes Gefühl unterdrückt worden ist. Wenn zum Beispiel ein Erwachsener beim Verlust eines nahen Menschen keine Trauer erleben darf, sondern mit Hilfe von Zerstreuung den Kummer zu vergessen sucht, oder wenn er aus Angst, eine Freundschaft zu verlieren, seine Empörung über das Verhalten des idealisierten Freundes vor sich selber unterdrückt, muss er wahrscheinlich mit einer depressiven Verstimmung rechnen. Es sei denn, die grandiose Abwehr stünde ihm ständig zur Verfügung. Denn die gegenwärtige Situation mahnt ihn an die frühere Abhängigkeit, die er in Verdrängung hält. Wenn er auf diesen Zusammenhang zu achten anfängt, kann er von seiner Depression profitieren. Er kann von ihr hilfreiche Wahrheiten über sich selbst erfahren. Ein Kind hat diese Möglichkeit noch nicht. Der Mechanismus der Selbstverleugnung ist real bedroht, im Unterschied zum Erwachsenen aber auch dieser kann seine gefühle wie ein kind fürchten solange ihm die gründe dieser angst nicht bewusst sind diese überaus starke intensität der gefühle ist nur in der pubertät nochmals anzutreffen doch die erinnerung an die schmerzen der pubertät das nicht begreifen und nicht einordnen können der eigenen Impulse, bleibt unserem Gedächtnis meistens besser erhalten als die ersten Traumen, die sich oft hinter dem Bild einer idyllischen Kindheit oder hinter einer nahezu vollständigen Kindheitsamnesie verbergen. Dies mag wohl der Grund sein, warum erwachsene Menschen seltener mit Nostalgie, an die Zeiten ihrer Pubertät zurückdenken als an ihre kinderzeit in der mischung von sehnsucht erwartung und angst vor enttäuschung die bei vielen die aus der kindheit bekannten feste begleitet spiegelt sich vermutlich die suche nach der gefühlsintensität der eigenen kinderzeit aber gerade weil die Gefühle des Kindes so stark sind, kann ihre Unterdrückung nicht ohne schwerwiegende Folgen bleiben. Je stärker der Gefangene, umso dicker müssen die Gefängnismauern sein, die das spätere emotionale Wachstum erschweren oder gar verhindern. Haben wir mehrere Male die Erfahrung gemacht, dass der Durchbruch frühkindlicher intensiver Gefühle, von der spezifischen Qualität des Nichtverstehens geprägt, eine längere depressive Verstimmung ablösen kann, so ändert sich mit der Zeit unser Umgang mit den unerwünschten Gefühlen, vor allem mit dem Schmerz. Wir entdecken, dass wir nicht mehr zwangsläufig dem früheren Schema Enttäuschung, Unterdrückung des Schmerzes, Depression folgen müssen, weil wir nun noch eine andere Möglichkeit haben, mit Versagungen umzugehen, nämlich das Erlebnis des Schmerzes. Erst auf diesem Wege öffnet sich uns der emotionale Zugang zu unseren früheren Erlebnissen, das heißt zu den bisher verborgenen Teilen unseres Selbst und unseres Schicksals. Ein Patient hat diesen Sachverhalt in der Endphase seiner Therapie so ausgedrückt. Es waren nicht die schönen und angenehmen Gefühle, die mir neue Einsichten vermittelten, sondern die, gegen die ich mich am meisten gewehrt habe. Gefühle, in denen ich mich schäbig, klein, böse, ohnmächtig, beschämt, anspruchsvoll, nachtragend oder verwirrt erlebte. Und vor allem traurig und einsam. Aber gerade nach diesen so lange gemiedenen Erlebnissen hatte ich die Gewissheit, etwas in meinem Leben von innen heraus verstanden zu haben, etwas, das ich in keinem Buch hätte finden können. Dieser Patient beschrieb eigentlich den Prozess der emotionalen Erkenntnis. Deutungen von Therapeuten, die die wahre Geschichte ihrer Kindheit nie entdeckt haben, können diesen Prozess stören, hemmen, hinauszögern, ja sogar verhindern bzw. zum intellektuellen Wissen einschrumpfen lassen? Denn der Patient ist sehr schnell bereit, seine Freude am Entdecken und am eigenen Ausdruck aufzugeben, um sich den Konzepten seines Therapeuten anzupassen aus Angst, sich dessen Zuwendung, Verständnis und Empathie, auf die er sein Leben lang gewartet hat, zu verscherzen. Dass dies nicht immer so sein müsste, kann er, aufgrund seiner Erfahrungen mit den Eltern, nicht glauben. Wenn er aber dieser Angst nachgibt und sich anpasst, rutscht diese Behandlung in den Bereich des Falschen selbst, und das Wahre bleibt verborgen und unentwickelt. Es ist deshalb ungemein wichtig, dass der Therapeut nicht aus seinem eigenen Bedürfnis heraus Zusammenhänge formulieren muss, die der Patient gerade im Begriff ist, mit Hilfe seiner Gefühle zu entdecken. Sonst verhält er sich wie ein Freund der einem Gefangenen gerade in dem Augenblick gutes Essen in dessen Zelle bringen würde, indem dieser die Möglichkeit hätte, die Zelle zu verlassen und die erste Nacht vielleicht ohne Schutz und hungernd, aber in Freiheit zu verbringen. Da dieser Schritt ins Ungewisse ohnehin viel Mut erfordert, kann es geschehen, dass der Gefangene seine Chance verpasst und im Gefängnis bleibt, sich mit seiner Mahlzeit und Geborgenheit tröstend. Wird aber das Bedürfnis des Patienten nach Entdeckung respektiert, so kann eine alte, nie erinnerte Situation erstmals bewusst erlebt in ihrer ganzen Tragik zum ersten Mal wahrgenommen und schließlich betrauert werden. Es gehört zur Dialektik der Trauerarbeit, dass solche Erlebnisse die Selbstfindung einerseits fördern und andererseits zur Voraussetzung haben. Das Gegenstück der Depression innerhalb der Störung ist die Grandiosität. Deshalb kann ein Patient von der Depression zeitweise befreit werden, wenn die Therapeutin oder die therapeutische Gruppe ihn an ihrer eigenen Grandiosität teilhaben lassen. Das heißt, wenn sie dem Patienten ermöglichen, sich gewissermaßen als ihr Teil auch groß und stark zu fühlen. Die Störung bekommt dann zwar für eine gewisse Zeit ein anderes Vorzeichen, aber sie bleibt bestehen. Die Befreiung von beiden Formen der Störung wird jedoch ohne tiefgehende Trauer über die damalige Kindheitssituation kaum möglich sein. Die Fähigkeit zu trauern, das heißt auf die Illusion über die eigene, Glückliche Kindheit zu verzichten und das ganze Ausmaß an erlittenen Verletzungen fühlend wahrzunehmen, gibt dem Depressiven seine Lebendigkeit und Kreativität wieder und kann den Grandiosen von den Anstrengungen und der Abhängigkeit seiner Sisyphos-Arbeit befreien. Kann ein Mensch in einem langen Prozess Erleben, dass er nie als das Kind, das er war, geliebt, sondern seiner Leistungen, Erfolge und Qualitäten wegen gebraucht wurde, dass er seine Kindheit für die angebliche Liebe geopfert hat. So wird ihn das zu großen inneren Erschütterungen führen, aber er wird eines Tages den Wunsch verspüren, mit seiner Werbung aufzuhören. Er wird in sich das Bedürfnis entdecken, sein wahres Selbst zu leben und sich nicht länger Liebe verdienen zu müssen, eine Liebe, die ihn im Grunde doch mit leeren Händen zurücklässt, weil sie dem falschen Selbst gilt, das er aufzugeben begonnen hat. Die Befreiung von der Depression führt nicht zu einer dauernden Fröhlichkeit oder zum vollständigen Mangel an Leiden, sondern zur Lebendigkeit. Das heißt, zur Freiheit, spontan auftretende Gefühle leben zu können. Es gehört zur Vielfalt des Lebendigen, dass diese Gefühle nicht immer heiter, schön und gut sein können sondern die ganze Skala des menschlichen Offenbaren, das heißt auch Neid, Eifersucht, Wut, Empörung, Verzweiflung, Sehnsucht und Trauer. Aber diese Offenheit und Freiheit, Gefühle zuzulassen, was auch immer sie uns offenbaren, ist nicht zu erreichen, wenn ihre Wurzeln in der Kindheit abgeschnitten wurden. So wird uns manchmal der Zugang zu unserem wahren Selbst erst dann möglich, wenn die Gefühlswelt unserer frühen Kindheit nicht mehr gefürchtet werden muss. Nachdem sie erlebt worden ist, ist sie uns nicht mehr fremd und bedrohlich. Sie ist uns bekannt und vertraut und muss nicht mehr hinter den Gefängnismauern der Illusion verborgen bleiben. Wir wissen, wer und was uns verrückt gemacht hat. Und gerade dieses Wissen macht uns frei, letztlich auch frei von alten Schmerzen. Viele Ratschläge für den Umgang mit depressiven Patienten tragen deutlich manipulativen Charakter. Manche Psychiater meinen, man solle dem Patienten zeigen, dass seine Hoffnungslosigkeit nicht rational ist oder man solle ihm seine Überempfindlichkeit bewusst machen. Ein solches Vorgehen würde meines Erachtens das falsche Selbst und die emotionale Anpassung, das heißt im Grunde auch die Depression, unterstützen. Wollen wir das aber nicht, so müssen wir alle Gefühle des Patienten ernst nehmen. Gerade seine Überempfindlichkeit, seine Scham, seine Selbstvorwürfe. Wie häufig weiß ein depressiver Patient, dass er überempfindlich reagiert und wie klagt er sich deswegen an? Ergeben ja den roten Faden der alten Gefühle und der wirklichen, verborgenen Klage, auch wenn er noch nicht verstehen kann, auf was sie sich wirklich beziehen. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, mag nämlich sehr genau zu der realen, kindlichen Situation passen. Je unrealistischer diese Gefühle sind, je weniger sie zur jetzigen Realität passen, umso deutlicher zeigen sie an, dass sie auf unbekannte Situationen reagieren, die es noch zu entdecken gilt. Wird aber das betreffende Gefühl nicht erlebt, sondern ausgeredet, dann bleibt auch die Entdeckung aus und die Depression kann nun ihre Triumphe feiern. Der 40-jährigen Pia, die in ihrer Kindheit schwer misshandelt worden war, wurde es nach einer langen depressiven Phase begleitet von Suizidgedanken, endlich möglich, ihre heftige, lange unterdrückte Wut auf den Vater zu erleben und zu berechtigen. Darauf folgte zunächst keine sichtbare Erleichterung, sondern eine Zeit voller Trauer und Tränen. Am Ende dieser Periode sagte sie, Die Welt hat sich nicht geändert. Es gibt so viel Böses und Gemeines um mich herum. Und ich sehe es noch schärfer als früher. Und trotzdem. Zum ersten Mal finde ich das Leben wirklich lebenswert. Vielleicht, weil ich den Eindruck habe, dass ich zum ersten Mal mein eigenes Leben lebe. Und das ist ein spannendes Abenteuer. Aber ich verstehe jetzt besser meine Suizidgedanken, besonders in der Jugend. Es kam mir sinnlos vor weiterzumachen. Eigentlich, weil ich irgendwie ein fremdes Leben gelebt hatte, das ich gar nicht wollte. Und das hinzuwerfen, ich so leicht bereit war.